Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Raft. Wir sind hier immer noch bei dem Schiffswrack und ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, wie wir hier am Schiff vorwärts kommen. Und zwar habe ich Schussel eine Etage übersehen. Jetzt nicht aufwärts, sondern abwärts. Und zwar hier den Rumpf können wir uns noch anschauen in aller Ruhe. Beziehungsweise haben wir nur einen Teil des Rumpfes gesehen. Ich glaube, das war der hintere Teil, also der vordere Teil in dem Fall, weil das ist hier hinten. Den haben wir, glaube ich, schon angeschaut. Aber es gibt noch den Teil hier und da soll es dann auch weitergehen. Was ich mir noch angeschaut habe, war von einer YouTuberin ein unglaubliches Floß. Also die hat mir eigentlich auf die Spur von dem Schiff hier gebracht, das unten noch weitergeht. Die hatten Floß, alter Schwede. Da ist meins eine Nussschale hier dagegen. Und mit dem kleinen Wiesenfleck kann ich, glaube ich, nicht mal ein Tier durchfüttern. Also da muss ich noch ordentlich was machen hier. Es wird wahrscheinlich auch darauf hinauslaufen, dass ich mein Floß erweitern muss. Schon einmal hier unten, richtig groß, und oben die Etage genauso groß. Und dass ich hier unsere Pflanzen vielleicht wirklich draufbringe, in die Nähe der Küche vielleicht. Dass ich das alles einfach hochhebe. Ja, und dass ich dann oben quasi Stall und ja Weide für die Tiere mache. So wird es höchstwahrscheinlich passieren. Ich hasse dich, Hai. Du bist so fürchterlich. So schaut's einmal aus im Groben. Ich werde mich nochmal kurz stärken. So. Dann gehe ich schnell pennen. Beziehungsweise kann ich das gleich machen. Ich werde auch schnell noch was essen, dass ich nicht verhungere, wenn ich aufwache. Und warte, da werde ich noch schnell das Salzwasser nachfüllen. Genau, das ist vernünftig. Und dann werden wir uns aufmachen, das Schiffchen weiter zu erkunden. Ne? Also jetzt stärken wir uns, nehmen wir auch eine Tasse, also zwei Tassen zum Trinken mit. Und ja, dann werden wir das Kind schon irgendwie schaukeln. Zum Essen haben wir eh genug. Zum Frühstück mal lecker Rattenfleisch. Ja. Und ja. So, und so hat es ihm einigermaßen gestärkt. Das muss erst fertig werden hier. So. Das haben wir jetzt mal. Gut. Genau, Batterien wollte ich noch was dazu sagen. Ich habe eine tolle Verwendung, auch von der YouTuberin gesehen, für die leeren Batterien. Gut, dass ich die aufbehalten habe, weil, ja, ich bin zu sehr, soll man sagen, zu sehr auf Logik gegangen. Das ist, glaube ich, ein nettes Wort. Ihr seht schon, ich habe schon mal eingegeben, die Stirnlampe, man braucht nur eine Batterie dafür. Und ihr seht, drei Batterien, wie kann das sein? Eins, zwei, drei. Hier steht mit keinem Wort, dass die Batterie aufgeladen sein muss. Jetzt soll das tatsächlich so funktionieren. Ich stelle mal eine her, dass die Stirnlampe funktioniert. Schaut sich das bitte an. Funktioniert. Jetzt können wir mit leeren Batterien tausende Stirnlampen machen. Wir haben kein Lichtproblem mehr. Ist das jetzt zu fassen? Jetzt mal ganz ehrlich, ist das zu fassen? Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig und da musste mich mal ordentlich auf die Stirn klatschen für den Fail. Ich habe mit dem nicht gerechnet. Ich bin da viel zu, wie soll man sagen, gedrillt auf, man muss immer volle Batterien haben und das muss immer voll sein, also auf Logik gedrillt. Brauchst nicht. Tja, wer hätte das gedacht? Brauchst du nicht. Jo, das zudem. Ein kleiner Aufreger. Genau, Leder haben wir auch schon ein bisschen was. Ich brauche jetzt noch ein paar Seile. So, dann kann ich noch schnell zwei Stirnlampen herstellen. Ich mache gleich die Seile hier fertig. Batterien werde ich eh bald brauchen. Ist alles kein Problem. So, das tun wir wieder. Ja, das tue ich doch hier. Naja, wobei hier wäre es besser gewesen. Aber ist ja wurscht. Egal. Reinstopfen da. Den Kunststoff hauen wir raus. Den brauche ich, glaube ich, jetzt auch nicht unbedingt. Da kommt wieder unser Kunststofflager, damit ich Platz habe. Auch werde ich, habe ich hier schon mal verstärkt? Ja. Auch werde ich unsere Stirnlampen, zwei davon, werde ich schon mal hier safen. Eine nehmen wir natürlich mit.
Die ziehe ich vielleicht noch nicht an. Einen Speer brauche ich noch, richtig. Was brauche ich schnell für den Speer? Weil ohne Waffe brauche ich da gar nicht reingehen. So. Bin ich blöd? Hier, da. Mein Gott. So, Seile nochmal. Metallbahn und Bolzen habe ich genug. Metallbahn auch. Und wer hätte das gedacht? Nochmal ein Seil. Eines reicht, zwei brauchen wir. Und zwei Bahnen. Hoppala. So. Aber jetzt. Passt. Jetzt sind wir da auch wieder gerüstet. Kann ich eigentlich gleich da lassen. Das passt schon so. Wo habe ich jetzt meinen zweiten Becher hingeschmissen? Ich habe jetzt nur mehr einen. Hä, wie ich das jetzt gemacht? Habe ich den jetzt unabsichtlich... Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Wie habe ich jetzt meine Tasse? Habe ich die jetzt weggeschmissen? Nicht der Ernst jetzt, oder? Wie habe ich denn das jetzt angestellt? Hä? Weg. Lol. Gut, dann brauche ich nochmal. Ja, das bin ich. Eindeutig, dann machen wir uns halt noch eine neue. Jetzt bin ich total verwirrt. Keine Ahnung, wie das jetzt gegangen ist. Egal. So, gut, dann halt so. Nehmen wir halt hier nochmal mit. Jetzt muss es passen. So, Essen gehe ich nochmal schnell holen. Oben ist noch ein bisschen was. Ich habe noch was nachgelegt. Auch das mit den Eiern, glaube ich, klappt mit den Möwen nicht unbedingt. Das, ja. Die tun scheinbar nur Federn produzieren. Damit können wir dann Pinsel und so weiter machen, wie wir eh schon wissen. Vielleicht gibt es später mal so ein Bett mit Daunenfedern oder so, kann ich mir gut vorstellen. Jo, aber das ist ein anderes Thema irgendwie. So, was könnten wir denn noch kochen? Ich würde sagen, hier ein bisschen Fisch noch. Ein bisschen Hai. So. Genau, und jetzt machen wir uns wieder auf den Weg zum Schiff. Jetzt haben wir eh die Stirnlampe. Ich habe Waffe, habe ich da. Ich glaube, einen Haken. Brauche ich einen Haken? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube... Jawohl, ich nehme doch lieber einen mit. Ich nehme den Plastikhaken, nehme ich mit, sicherheitshalber. Könnte sein, dass wir ums Wrack herum noch was machen müssen. So. Wasser haben... Achso, ich sollte mich nochmal stärken. Warte. Bin noch ein bisschen hungrig und ein bisschen durstig. Warte, das mache ich noch schnell. Damit wir es maximalste... die maximale Effizienz rausholen können. Auch werde ich hier ganz schnell nochmal ein bisschen Süßwasser nachproduzieren. So, und noch schnell ein, zwei Happen essen. Genau, das müsste jetzt passen. Gut, dann rüste ich schon mal unser Sperli aus. Das wird jetzt zwar kaputt gehen, aber wir haben jetzt eh einen zweiten mit. So. Und zwar hier. Ich bin immer hier rauf und habe das übersehen. Ich habe das ehrlich gesagt nicht für wichtig anerkannt. Aber in der Tat, hier geht's weiter. Ich hoffe, ich kann das jetzt noch mit den Ratten. Alter Schwede. So. Weil hier sollten, glaube ich, wahrscheinlich sind hier sogar welche. Ganz bestimmt, wollte ich sagen, sind hier welche, ne? Das würde sich ja idealst anbieten. Hinweis aufnehmen. So, war das jetzt hier? Hinweis? Städte im Blauen hatten wir, glaube ich, schon, ne? Ist das der Hinweis? Geht's noch weiter? Das hatten wir, glaube ich, auch schon, ne? Warte, warte. Radiodauer... Sind wir schon verkehrt, ne? Da. Ich habe gerade keine Ahnung. Ich hoffe, das war jetzt nichts. Ich meine, das müsste ich eigentlich schon lesen jetzt, ne? Scheiße. Naja, Schrott. Das nehmen wir mal mit. Alles, das brauchen wir sowieso. Eine Brechstange. Ja. Sehr gern gesehen.
Es sollte uns auch möglich sein, einen Wagenheber zu basteln. Ich höre immer Viecher. Aber bin das ich selber? Es soll uns möglich sein, auch einen Wagenheber zu basteln, auch eine Bombe zu basteln. Schrott und noch mehr Schrott. Benutzen. Ich habe keine Ahnung. Aber das ist mein Hinweis, ärgert mich jetzt gerade. Das ärgert mich gerade. Wo steht denn das? War das das hier? Verließ Sonder der Plan im Schutz der Nacht. Einer Mann jetzt hat die Ladung bereits aufgebrochen, bevor die Hafenbehörde auftauchte. Segel verlief bisher reibungslos. Die Besatzung sollte unsere Vorräte überprüfen, weil sie gerade das Olaf Schlimmeres getan hat als nur ein halbes Arschloch. Wir müssen das Ufer erreichen und die Vorräte auffüllen. Ich glaube, das hatten wir schon, oder? Wegen Hanne mit einem Mann. Ja, ich glaube, das hatten wir schon. War das dann hier dabei? Mein Name ist Olaf. Nein. War das dann das hier gemeint? Städte im Blauen. Kosten für die Realisierung des Projekts, des Grenzkriminalität und der Umfang des zumindest unverschämt bezeichnet, trotz lautstarker Widerstände, bla bla bla. Wir müssen uns jetzt entweder alle zusammenraufen oder Stockholm unter den Wellen besuchen. Unter den Wellen. Dafür haben sie sich entschieden, dann endgültig. Ein Aufnahmegerät. War das jetzt vorher auch schon da? Ich weiß nicht, wo wir sind oder ob dieser Stöpsel halten wird. Wir haben versucht, das Loch zu stopfen, aber das Wasser steigt immer weiter an. Der Propeller macht ein seltsames Geräusch und ich glaube, Matti hat den Motor geflutet. Zane hat die Signalflaggen abgebrannt und Philipp hat Musik gemacht. Zu laut er konnte. Ich glaube nicht, dass einer von uns weiß, was er tut. Ich werfe das also von Bord. Vielleicht wird die Strömung es schaffen, wer auch immer du bist. Finde uns bitte. Ich habe eine Karte gezeigt. Ich hoffe, es hilft. Ach so. Aber die Karte ist nicht da. Was war das gerade der Hinweis? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nichts Ahnung. So, gut. Jetzt schaut's aus, als wenn es hier weiterginge, ne? Brechstange benutzen. Okay. Da ist ja schon wieder eines von diesen Viechern. Man kann es laut und deutlich hören. Jetzt ist die Frage, ob es hier unten ist. Ja. Also weghüpfen und treffen. Weghüpfen und treffen. Weghüpfen und treffen. Weghüpfen und treffen. Treffen. Ach, der Speer ist schon wieder hin. So, würdest du jetzt bitte treffen? Boah, ey. Alter. Du sollst treffen mit T. Ist ja unwahrscheinlich sowas. Die Brechstange. Lol, liegt sie hier? Okay, brauchen wir sie kein zweites Mal? Das mit dem Speer war jetzt fail. Benötigt Bolzenschneider. Kunststoff. Eine Kiste. Rezept Haihappen. Oha, das ist was Neues. Haihappen ist was Neues. Eine Dose? Noch eine Dose? Gut, eine Brechstange braucht man. Brechstange, Bolzenschneider, so war das. Einen Bolzenschneider. Mal looken, ob wir denn sowas hier finden. Kunststoff, Kunststoff. Gibt's hier irgendwas? Nope, nein. Was haben wir denn hier? Hinweis aufnehmen.
Notiz gefunden. Gehört das hier dazu? Transkribiert. Weißt du, was das Schlimmste ist? Dieser Bastard wird das wahrscheinlich überleben. Jens, uns ist fast das Essen ausgegangen. Die Hälfte der Crew ist auf den Rettungsbooten. Dieses Miststück sinkt. Und du redest immer noch von der Ratte? Das ist nicht natürlich, weißt du? Dieses Wesen fraß eine halbe Schachtel Rattengift und kroch trotzdem die Schächte hinauf ins Steuerhaus. Das Gift hätte ausgehen können. Und was ist, als Olaf auf sie schoss? Ich sah, wie die Kugel sie so hart traf, dass sie einen Salto machte. Vielleicht war es eine Täuschung. Aber was ist mit der Zeit, als Karl es in einem Eimer ertränkte? Du Kugelscheißer, genau. Du Kugelscheißer, eine andere Ratte. Es gibt noch eine andere Ratte? Ja, die sind unzerstörbar oder können sich wiederbeleben, da mit den Viechern stimmt sowieso was nicht. Bin ich auch der Meinung, dass das nicht normal ist. Auf jeden Fall ist da noch ein Haufen Schrott. Was haben wir hier? Kiste aufheben. Glas war drinnen. Holla, die Waldfee. Ma, es wird schon finster hier, ne? Schrott, Schrott, noch mehr Schrott. Okay. Hier haben wir noch ein paar. Dingens, kann ich hier auf den Tisch hüpfen, eventuell, falls das Rattenviech schneller spawnt, als ich hier weg bin? Klappt einmal zumindest. Gut. Ich muss mal was trinken. Und die Rüben, da esse ich mal. So. Blauer Schlüssel. Haben wir noch nicht. Okay, ein Badezimmer. Ich bin so gespannt. Roter Schlüssel. Wow. Was haben wir da? Kunststoff, ne? Ja. Ein roter Schlüssel. So. Ich bin gerade so gespannt. Ich kann gerade überhaupt nicht reden. Ah, ich kann nicht reden. Gastank. Ich glaube, der ist für die Bombe, oder? Ah, na, das könnte auch für den Bunsenbrenner sein. Ah ja. In der Tat. Hä? Oh, noch ein Hinweis. Kann ich hier hoch? Ja? Nein. Das geht leider nicht. Das ist zu niedrig, leider. Ich wollte mich nämlich gerade schützen, wenn ich lesen möchte. Geht halt leider nicht so gut. Na, würdest du das aufheben jetzt, Herr Herrschaftszeiten? Danke. Da ist auch sonst nichts, ne? Und hier? Roter Schlüssel. Okay. Wow. Ist es jetzt ober uns? Mich trifft noch der Schlag hier. Mechanisches Teil. Ich sollte mich beeilen. Bolzenschneider. Wuhu. Super. Benutzen. Fünf mechanisches Teil. Wagenheber. E benutzen elektrische Leitungen. Ein Anzünder. Gastank und Kugel. Und eine Bombe. Nice. Oh Gott, es geht vorwärts.
Gott, dann gibt es hier so viel Schrott. Ich brauche Schrott. Extrem viel, immer. Schrott, Schrott, Schrott. So, ich stelle mich mal auf den Tisch hier. Ich hoffe, dass das Viech uns so nicht erwischen kann. Nächster Hinweis hier drüben. Versorgungslogbuch. Tag Gott. Wen interessiert das schon? Das Fleisch ist fast aufgebraucht und wir sind auf das Gemüse angewiesen. Wir können es wahrscheinlich für einen weiteren Monat ausdehnen, solange unser Gastgeber zustimmt, noch mehr zu rationieren. Seltsam, wie Olof seinen Bauch behalten hat. Das muss der letzte fette Mann der Welt sein. Was zum Teufel machst du da, Jens Maul? Suchst du nach deiner verdammten Ratte? Halt dich zum Teufel nochmal von meinen Gastanks fern, hörst du? Ich gehe. Ich gehe. Ich gehe. Lass deine Unterhosen nicht verknoten. Bitte? Ja? Ich habe nicht mal das Versteck deiner Freundin befummelt? Was zum Teufel? Ich werde dich an meinem Knie brechen. Das werde ich tun. Es sei denn, du verschwindest. Wir müssen die Sicherheitsvorkehrungen hier erhöhen. Ich glaube, die spinnen schon alle komplett. Die haben alle schon einen richtigen Vollgas-Dachschaden. Ganz eindeutig. So, ich esse noch was. So, was haben wir hier noch alles? Ich hätte noch eine Makrele anzubieten. Wir haben noch einen Battle und auf den Haihappen. Den möchte ich. Ich möchte da raus. Also lebend. Nach Möglichkeit. Das wäre echt genial. Wir sind voller Leben. Gut. Mehr gibt es hier nicht zu holen, wie es ausschaut. Habe ich das übersehen? Na, wir haben jetzt eine Bombe. Wir haben jetzt den Wagenheber. Das ist famos. Das heißt, wir können jetzt den nächsten Raum dann betreten. Ich muss hier nur lebend raus. Dann ist alles gebongt. Dann ist null Problemo. Ah, da habe ich was übersehen. Da noch ein Kanister. So. Aber jetzt glaube ich, ne? Hier ist da noch was. Grünes. Na. Sollte passen, ne? Okay. Gut. Laufen wir mal. Blauer Schlüssel, wie gesagt. Tschüssi! Den holen wir uns dann als nächstes, wenn wir rauf müssen. Ich denke mal, dort, wo wir den Wagenheber brauchen und in dem Zimmer, wo wir die Bombe brauchen, davor, das ist ganz oben gewesen, ne? Boah. Da wird es dann schon. So, wir sind draußen. Ich gehe mal ganz fix zurück. Heureka! Zu unserem Schiffchen. Vorräte aufstocken, ein bisschen was essen und vor allem das Rezept anbringen. Boah. Hoppala! So. Und, nice, dann sind wir hier bald mal fertig, glaube ich. In dem Part hier schaffe ich es wahrscheinlich nicht mehr ganz so recht, aber vielleicht im nächsten dann dafür. So. Ja, der Hai frisst wieder mal unser Zeugs weg. Bist du jetzt ein Eintopf? Was ist denn das Blaue? Schwammerl hätten wir ja schon. Ich glaube, das kann ich hierher tun. Na, das ist sicher ein Eintopf. Vier Sachen brauche ich dafür, also werde ich es daher hängen. So. Was ist das Blaue? Ich habe das blaue Ding noch nie gesehen. Ja, passt doch mal, ne? Hingestellt habe ich schon. Zwei Planken kommen hier hin. Eine Planke dahin. Dann wird schon mal Essen gekocht wieder für uns. Und Wasser. Richtig. Es regnet. Wie toll. Jetzt könnte ich eigentlich was ansetzen. Dann würde hier die Sprenkelanlage nicht arbeiten müssen zwingend. Wie schaut man aus? Zwei Kartoffeln. Ja. Probieren wir unser Glück. Aber ich glaube, die Sprenkelanlage trotzdem an, ne? So schlau ist sie wahrscheinlich nicht. Oder? Ah, weil es regnet? Na? Ich glaube, dann ist doch intelligent und tut nichts. Also, weil der Tank leer ist. Ja, logisch. So. Dann saufen wir mal, ne? Zum Wohl, ihr Lieben. So, füllen wir gleich nach. So. Gut, Speer haben wir noch, Schrott haben wir noch. Ich werde den Schrott aber jetzt gleich einmal hier bunkern. So. Da haben wir sehr viel Schrott. Ich bin entzückt. Wirklich wahr. So, dann.
die Federn? Habe ich hab irgendwo ein Lager mit Federn? Ah, Federn, sage ich. Glas. So. Ja, hier. Glas passt. Schüssel habe ich noch eine. Oho, der Tonvorrat geht zur Neige. Da werde ich mir bald mal demnächst Ton ernten. Da hier, ne? Vielleicht ist hier unten schon was. Vielleicht gibt es hier Vorkommen, wenn wir dann später den Hai vernichtet haben. Jo. So, gut, das Essen ist fertig. Dann nehmen wir gleich eine Schüssel. Jetzt weiß ich auch warum die Schüssel nicht gebrannt wurde. Weil wir die Schüssel mit wegessen. Ja, das ist B12 übrigens, falls ihr das nicht wisst. Das ist sehr, sehr wichtig für den Körper. So, also. Na, es ist schon die Möwe da. Ich höre dich, du Mistviech, du Dreckiges. Wo ist mein Speer? Oder habe ich mich verhört? Habe ich mich verhört, ne? So, dann egal. Machen wir jetzt mal schnell hier. Zack, zack, zack. So, hier drüben. Ich würde sagen, das Fleisch behalte ich mal. Das ist jetzt dann quasi eh Mangelware. Ich werde, glaube ich, einen Lachs mal wieder auf den Grill schmeißen. Zack. Die Möwe ist da oben. Passt. Wie schauen wir hier aus? Ich warte noch, bis das Ding. Ja, natürlich hat sie mir eins gestohlen. Mistviech. Ich wollte sagen, ich warte noch, bis hier die Ernte fertig ist. Inzwischen saufe ich noch was. So und so. So, dann sind wir hier schon mal voll. So, noch schnell auffüllen. So, ich glaube, noch eins hat Platz, glaube ich. Jawohl. Dann können wir schon voll machen. Auch hier drüben, glaube ich, hätte jetzt eines Platz. Oder das Floß. Mein armes Floß. Da ist nichts mehr übrig bald. Oh! Alter. Ich nehme mal die Sammelsachen mit, weil als nächstes wird der Hai wahrscheinlich das noch vernichten. Dieser Mistkerl. Schau dir das mal an. Nichts mehr übrig bald. Aber wir müssen sowieso ausbauen. Also wir werden noch sehr viele Inseln besuchen müssen. Auf alle Fälle. So, das zu dem. Genau, dann werde ich noch schnell mein Inventar hier leeren. Also das Kunststoff zum Kunststoff, ne? Dann noch eine Stirnlampe werde ich einpacken. Die war jetzt, glaube ich, hier drin. Na, die Batterie war da. Hä? Bin ich doof? Stirnlampe? Also die hier drüben. Nein, hier drüben? Wo ist sie denn? Doch, hier passt schon. So, ja, Möwe, ich komm schon. Vielleicht ist sie auch nur zum Fleisch generieren gedacht. Das könnte auch sein, dass die gar nie Eier legen würde, sondern nur Fleisch macht für uns. Das könnte sein. Ich höre dich, du Mistviech. Ich höre dich. Ich tue ja zu spät. Mein armes Floß. Schau mal. Hoffentlich beißt du hier nicht durch, alter Schwede. Ich brauche ein Verbindungsding. Ich habe ja noch ein paar Bahnen übrig, ne? Wie viel hätte ich denn noch? Drei. Ein paar Nägel. Achso, ein Hammer habe ich nicht, gell? Hilft mir jetzt auch nichts. Bah, Alter, mein Floß. Mein armes Floß, echt wahr. Ich habe 7 Planken. Was kostet mir der Hammer? Schuh. 4 Planken und 2 Seile. Mua. Ja, ich werde jetzt hier wohl gleich fertig sein, oder? So. Ja, wenn ich weiter trödle, dann nicht. Ich will nur warten, bis endlich das Gemüse fertig ist. Ja, passt. Dass ich das noch schnell ernten kann. So. Und das schmeiße ich schon mal hier rein. Dass ich immer wieder ein bisschen was auf Lager habe. So, das wollte ich eigentlich mehr nicht. Damit, inzwischen ist der Part zu Ende gegangen. Großartig. Da habe ich richtig schön wieder Zeit vertrödelt. Auch die Planken werde ich mir sichern.
Schmeiß ich da mal hier rein, das ist ja wurscht. Stirnlampen habe ich, passt. Gut. Speer habe ich noch, Dingens habe ich noch, passt. Essen habe ich mit. Gut, ich trinke nochmal schnell was. So, füll das nochmal auf. Und dann geht's wieder zurück aufs Schiffchen. Jetzt müssen wir wieder, ich glaube, ganz nach oben müssen wir jetzt. Und der Wagenheber war irgendwo mittig, glaube ich. So, das heißt, wieder haufenweise Ratten besiegen. Ach ja, kriegen wir noch ein bisschen Fleisch. Schau das an. Würdest du? Ja. So, genau. Ups. So. Also wieder haufenweise das Gefiech hier besiegen. Und dann wird es schon werden. Jo. Ihr Lieben, ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!